Ja, damit kommen wir auch schon direkt zur Fragestunde. Und zwar haben wir noch aus der letzten Fragestunde zu beantworten zwei Fragen. Das sind die Fragen 12 und 13. Und dann beginnen wir mit der Frage 17. Das sind dann die neuen Eingänge. Die Frage 12 stellt die Abgeordnete Lena Arnold. Liebe Frau Kollegin Arnold, ich gucke, wo Sie sitzen, beziehungsweise haben Sie gedrückt? Dann kann ich nämlich sofort... Ich frage die Landesregierung, wie sind die ersten Erfahrungen mit der mobilen Schlachtstätte, die vom Land gefördert wurde, um Schlachtungen direkt am landwirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen und damit Transporte der Schlachttiere zu vermeiden? Es antwortet die Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Staatsministerin Hinz. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Arnold, bisher konnten Rinder aufgrund rechtlicher Regelungen nur dann der Transport zum Schlachthof erspart werden, wenn diese ganzjährig im Freiland gehalten wurden. Hierzu musste im Einzelfall eine Genehmigung durch die zuständige Behörde eingeholt werden, weil die Schlachtung auf dem Haltungsbetrieb nicht dem EU-Recht entspricht. Mit der vom Land geförderten mobilen Schlachtstätte kommt nun der Schlachthof zum Rind. Das heißt, sie kann auch bei Rindern eingesetzt werden, die nicht ganzjährig im Freiland gehalten wurden. Die Erfahrungen mit den bisher durchgeführten Probeschlachtungen werden durchweg als positiv bewertet, sowohl von den Überwachungsbehörden als auch von den Landwirten. Insbesondere werden Vorteile hinsichtlich des Tierschutzes gesehen. Das Tier bleibt bis zur Schlachtung im landwirtschaftlichen Betrieb in seiner vertrauten Umgebung. Das bedeutet, es hat keinen Stress mehr durch Verladung und Transport. Es eröffnet der Direktvermarktung auch die Möglichkeit, dass Angebote um die Produkte aus tierfreundlicher Schlachtung erweitert werden und gezielt beworben werden. Das ist ganz im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher und wird ja immer stärker nachgefragt. Da das Ausweiden des Tieres innerhalb einer Stunde bei einem Schlachtunternehmen erfolgen muss, eröffnet das mobile Schlachten darüber hinaus auch für kleinere regionale Schlachtbetriebe die Chance, das eigene Angebot in der Region auszubauen und neue Kunden zu gewinnen. Das Projekt hat übrigens den wunderbaren Namen Extrawurst und wurde als europäisches Innovationsprojekt gefördert. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Fragen hinten? Hier gibt es eine weitere Nachfrage. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, Frau Ministerin, können Sie mir bitte sagen, wie hoch denn die Förderung gewesen ist, sowohl prozentual als auch absolut bezüglich dieser mobilen Schlachtstätten? Die Höhe der Förderung hätte ich gerne gewusst. Die Höhe der Förderung, Frau Ministerin. Das muss ich Ihnen nachreichen, weil das ja über mehrere Jahre gefördert wird. Das bekommen Sie schriftlich nachgereicht, ja? Herr Abgeordneter Kummer, einverstanden, Sie bekommen schriftlich nachgereicht. Gibt es weitere Fragen zu dieser Frage Nummer 12? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage Nummer 13. Das ist die Abgeordnete Petra Müller-Klepper, Fraktion der CDU. Frau Kollegin Müller-Klepper, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, plant sie den Einsatz von Pheromonen zur umweltfreundlichen Bekämpfung der Traubenwickler und den Steillagenweinbau in Hessen weiterhin zu fördern? Frau Ministerin Hinz, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete Müller-Klepper, ja, die Landesregierung plant den Einsatz der Pheromone zur umweltfreundlichen Bekämpfung des Traubenwicklers und den Steillagenweinbau in Hessen weiterhin zu fördern. Das ist für diese Wahlperiode zwischen den Koalitionspartnern so vereinbart und wird für die kommenden Haushaltsberatungen weiter so eingeplant. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Nachfragen dazu? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu den neuen Eingängen. Das ist die Frage Nummer 17 durch den Abgeordneten Dr. Stefan Naas, Fraktion der Freien Demokraten. Herr Dr. Naas, drücken Sie, dann sehe ich, wo ich drücken muss. Das ist hier. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeiten sieht sie, die historisch und regional bedeutsamen Isenburg-Büdingischen Archive vor dem Verfall sowie der Zersplitterung zu bewahren und sie als historisches Erbe fachgerecht zu erhalten und gegebenenfalls auch zugänglich zu machen? Die Antwort wird gegeben durch die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Staatsministerin Dorn. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Naas, Ziel der Landesregierung ist es, den Erhalt landesregional, lokalhistorisch relevanter Quellenüberlieferungen zu sichern und einem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Bei der historischen Überlieferung des Hauses Isenburg-Büdingen sind zwei Archive zu unterscheiden, das Hausarchiv, auch Gesamtarchiv oder Samtarchiv genannt, und die sogenannten Rentkammerarchive. Das Eigentum am Hausarchiv liegt seit 1931 bei der Versorgungsstiftung Isenburg-Büdingen. Die Aufsicht über die Stiftung obliegt dem Fideikommissenat beim Oberlandesgericht Frankfurt mit Sitz in Kassel. Eigentümer der sogenannten Rentkammerarchive ist die Familie Isenburg-Büdingen. Da beide Archive historisch relevante Überlieferungen umfassen, haben das Wissenschaftsministerium, die Stiftungsaufsicht sowie das Hessische Staatsarchiv Darmstadt bzw. das Landesarchiv wiederholt Anstrengungen unternommen, mit den privaten Eigentümern in einen konstruktiven Austausch über die Zukunft der Archive zu treten. Dazu gehören intensive Beratungen unter Einbeziehung des Fideikommissgerichts. Unter anderem gab es einen Begehungstermin vor Ort im Dezember 2012 bis Februar 2013. Es gab einen Workshop Sicherung von Adelsarchiven in Hessen durch das Landesarchiv im November 2017. Dort hat auch Wolfgang Ernst Fürst zu Isenburg und Büdingen persönlich teilgenommen. Es gab wiederholte schriftliche Beratungs- und Unterstützungsangebote des Landesarchivs an den Fürsten. Das war zuletzt geschehen im August 2015 und dann im Mai 2018. Die Angebote des Landesarchivs umfassen verschiedene Optionen, von der Gewährleistung der Sicherung und Zugänglichkeit der Archive bis hin zur Übernahme der Archive als Depositum unter Eigentumsvorbehalt. Keine der Initiativen wurde vom Fürsten zu Isenburg und Büdingen aufgegriffen. Die genannten Schreiben blieben leider unbeantwortet. Ihr verehrte Frau Ministerin, herzlichen Dank. Herr Dr. Naas hat eine Nachfrage. Bitte schön, Herr Dr. Naas. Ja, vielen Dank. Frau Ministerin, hat die Landesregierung auch einen Erwerb zu einem angemessenen Preis in Erwägung gezogen? Frau Ministerin, bitte schön. Herr Abgeordneter Dr. Naas, es ist so, dass, das wissen Sie wahrscheinlich, dass das Landesarchiv schon eine Reihe bedeutsamer Adelsarchive als Deposita übernommen hat, fachgerecht gesichert, gelagert. Und dies geschieht in der Regel mit finanzieller Beteiligung der Eigentümer selbst und oder Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und insofern wäre es ein Affront gegenüber den Adelsfamilien, die ihre Archive bereits als Deposita an das Landesarchiv abgegeben haben. Und es würde auch einen Präzedenzfall für alle weiteren Fälle schaffen. Ich glaube, das kann nicht in unserem Interesse sein. Es wäre so, dass man durchaus diese Archive übernehmen könnte. Das würde aber auch erhebliche Folgekosten mit sich ziehen. Das sind rund 1,8 Kilometer Schriftgut. Da reden wir über Zahlen in 5- bis 6-stelliger Höhe. Das Land wäre dazu bereit, aber zu kaufen wäre eine ganz neue Variante, die wirklich dann auch für alle vorherigen Einsätze der Landesregierung und alle folgenden auch Auswirkungen hätte. Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe jetzt zwei Nachfragen. Eine von der Kollegin Gnadl und die nächste vom Kollegen Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn. Frau Gnadl, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Frau Ministerin, können Sie denn was dazu sagen, in welchem Zustand sich die Aktenbestände im Bandhaus Büdingen derzeit befinden und ob der Zugang zum Bandhaus Büdingen, der ja auch schon in Gesprächen, in Vermittlungsgesprächen mal zugesichert wurde, dass das auch der Öffentlichkeit zugänglich wäre, ist denn dieser öffentliche Zugang zum Bandhaus Büdingen denn gesichert? Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete Gnadl, wir haben ja mehrfach schon mit dem Wissenschaftsministerium, hatten Sie auch dazu Kontakt. Sie wissen, dass die Rentkammerarchive, dass die im Besitz der Adelsfamilie sind. Das Problem ist schlicht,
Beim Bandhaus hat nicht die Aufsicht der Fideikommiss und deswegen gibt es auch kein ableitbares staatliches Aufsichtsrecht. Sowohl das Gebäude als auch das darin befindliche Archivgut sind Privateigentum der Adelsfamilie, können nur mit deren Erlaubnis betreten und gesichtet werden. Es besteht weder ein Zugangsrecht staatlicher Stellen zum Bandhaus noch ein Recht zur Nutzung des Archivgutes. Es ist also durchaus eine komplizierte Angelegenheit, eine komplizierte rechtliche Angelegenheit. Ich hatte ja wiederholt gesagt, wie viele Bemühungen es gab. Bei einigen waren ja auch einige Abgeordnete mit beteiligt. Aber es gibt sozusagen Grenzen der staatlichen Möglichkeiten und es kommt immer auch darauf an, ob alle Beteiligten Interesse an diesem Thema auch haben. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste und letzte Nachfrage hat der Abgeordnete Dr. H.C. Jörg Ufer Hahn. Ich versuche ihn gerade hier auf meinem Tablet zu finden, aber da ist er. Bitte schön. Sie haben das. Ich hatte eben schon mal Farbe, jetzt ist sie wieder da. Frau Staatsministerin, Sie sprechen ein bisschen von den Schwierigkeiten, es soll kein Präzedenzfall geschaffen werden und so weiter und so fort. Nachvollziehbar, deshalb meine Frage, hat die Landesregierung oder wird sie in Erwägung ziehen, vielleicht die Hausstiftung des Hauses Hessen zu bitten, in irgendeiner Weise vermittelnd oder vielleicht auch teilfinanzierend in diese Angelegenheit mit einzugreifen? Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Hahn, vermittelnd waren schon einige Personen tätig. Wir werden auch weiterhin Anstrengungen unternehmen, denn das sind ja durchaus bedeutsame Archive. Die Bedeutung für gerade die lokalen Gegebenheiten sind klar. Insofern vermittelnd gerne weiter, gerne auch mit Unterstützung der regionalen Abgeordneten. Aber die Frage der Finanzierung habe ich Ihnen ja schon deutlich gemacht. Alles, was wir sozusagen finanzieren würden, über die Frage, dass wir ja dann als Land Gelder in die Hand nehmen müssten, um die Archive entsprechend zu übernehmen und zugänglich zu machen, alles darüber hinaus wäre nicht möglich. Also gerne sind wir bereit, es aufzunehmen, gerne sind wir bereit, weiter Gespräche zu führen, aber das Aufsichtsrecht liegt zum einen nicht bei uns und zum anderen haben wir schlicht keine anderen Handlungsmöglichkeiten, als darauf zu setzen, dass alle Beteiligten ein Interesse daran haben, diese wertvollen Archive dann auch für die Nachwelt zugänglich zu halten. Bereitschaft ist da, aber wir haben es nicht allein in der Hand. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit sind die Fragemöglichkeiten in dieser Runde hier erschöpft. Und wir kommen zur nächsten Frage. Das ist die Frage 18 des Abgeordneten Christoph Degen, Fraktion der SPD. Herr Degen, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, an wie vielen hessischen Schulen wird nach der Methode Schreiben nach Gehör, die der Ministerpräsident gemäß seiner Regierungserklärung vom 6. Februar 2019 abschaffen möchte, unterrichtet. Es antwortet Herr Staatsminister Lorz. Bitte, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Degen, die Vermittlung der deutschen Schriftsprache ist eine der zentralen Aufgaben der Schule über alle Bildungsgänge und Schulformen hinweg, insbesondere selbstverständlich auch im Rechtschreiblehrgang an den Grundschulen. Wir haben deshalb in Hessen in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Rechtschreibfähigkeiten der Kinder zu stärken. Zum Erlernen der Rechtschreibung gehören insbesondere eine systematische Anleitung, eine aufeinander aufbauende Struktur, die Kenntnis der Rechtschreibregeln, das Verständnis für Rechtschreibphänomene sowie das regelmäßige Einüben des Gelernten. Rechtschreibfehler müssen dabei von Anfang an konsequent korrigiert werden. Das Vorbild des richtig geschriebenen Wortes soll verhindern helfen, dass sich die Schülerinnen und Schüler von ihnen verständlicherweise anfangs verwendete falsche Schreibweisen einprägen. Ich habe das bereits im April des vergangenen Jahres in einem Brief an alle Grundschullehrkräfte betont. Wir werden darauf erneut einen Schwerpunkt legen, damit auch beim Einsatz von Anlauttabellen, wie sie heute in allen gängigen Lesefibeln enthalten sind, klar ist, dass orthografisch falsche Schreibweisen nicht unkorrigiert stehen bleiben dürfen. Das kann und soll freilich in einer Weise geschehen, die die Schülerinnen und Schüler positiv motiviert. Und eines darf nicht falsch verstanden werden, Lesen durch Schreiben bzw. Schreiben nach Gehör, die Terminologie ist da nicht ganz einheitlich, ist keine Methode, die als Rechtschreiblehrgang geeignet ist. Deswegen stellt der Koalitionsvertrag an dieser Stelle entsprechend klar, dass diese Methode nicht für das Erlernen der Orthographie eingesetzt werden darf. Für die Arbeit an unseren Grundschulen stehen stattdessen der korrekte schriftsprachliche Ausdruck und der Wortreichtum der Sprache im Mittelpunkt. Der Rechtschreibunterricht wird systematisch aufgebaut, um solide Rechtschreibkenntnisse und eine gesicherte Rechtschreibung der Schülerinnen und Schüler in Hessen zu erreichen. Wir setzen deshalb beim Rechtschreiblehrgang auf ein Bündel von Maßnahmen, die wir bereits vorbereitet haben,
und die wir in dieser Legislaturperiode weiter ausbauen werden. Dazu gehören die Arbeit mit einem Grundwortschatz an den hessischen Grundschulen, der rund 850 Wörter umfasst, darunter häufig verwendete Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs sowie ausgewählte Modellwörter, an derer die Kinder Rechtschreibregeln und Wege, sich diese einzuprägen, beispielhaft erlernen können. Der Grundwortschatz trägt damit von Beginn an zum systematischen Aufbau einer sicheren Rechtschreibung bei. Dazu gehört weiter die Unterstützung der Arbeit mit dem Grundwortschatz und der Umgang mit Rechtschreibfehlern durch eine Handreichung für die Lehrkräfte. Ferner die Unterstützung durch die Fachberatungen zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch, die wir in den Grundschulen und weiterführenden Schulen seit dem 1. Februar 2019 in den staatlichen Schulämtern geschaffen haben. Und schließlich die Stärkung der Rechtschreibdidaktik in der Lehrkräfteausbildung. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Ich habe eine Frage von Herrn Degen. Bitte schön, Herr Degen, Sie haben das Wort. Ja, Herr Kultusminister, vielen Dank für den Vortrag. Vor dem Hintergrund, dass Sie auf meine Frage, an wie vielen Schulen das wirklich unterrichtet wird, nicht eingegangen sind, möchte ich gerne fragen, gilt denn Ihre Aussage aus Ihrer Pressemitteilung vom 8. Mai 2017 noch, in der Sie wortwörtlich sagen, Schreiben nach Gehör ist Unsinn, aber genau das passiert auch nicht. Es gibt keine Rechtschreibanarchie an hessischen Grundschulen. Gilt diese Aussage noch, Herr Kultusminister? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, es gibt keine Berichtspflichten der Schulen an das Kultusministerium, welche Methode oder welchen Rechtschreiblehrgang Sie genau einsetzen. Deswegen aber arbeiten wir beispielsweise mit solchen Dingen wie dem klarstellenden Brief, den ich eben schon in meiner ersten Antwort zitiert habe. Und Sie wissen genauso wie ich, dass natürlich dieses Schreiben nach Gehör permanent durch die Medienlandschaft geistert und deswegen auch das klare Statement von mir, das Sie eben zitiert haben, verbunden damals auch schon mit der Einladung an alle, mich darauf aufmerksam zu machen, wenn Sie der Ansicht sind, dass nach dieser Methode an einer hessischen Grundschule unterrichtet wird. Da kamen auch einige Anzeigen dieser Art zurück, relativ wenige, und wir sind denen immer im Einzelnen nachgegangen, haben aber keinen Fall gefunden, wo sozusagen diese Methode in ihrer Reihenform praktiziert würde, also in ihrer Form als Rechtschreiblehrgang. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete Löber hat die nächste Frage. Frau Löber, drücken Sie mal, dass ich Sie hier auf dem Bildschirm sehe. Da, wunderbar. Sie haben das Wort, Frau Abgeordnete Löber. Verstehe ich das richtig, Herr Minister, dass der Ministerpräsident zwar in seiner Regierungserklärung ausgeführt hat, dass er diese Methode Schreiben nach Gehör abschaffen möchte, Ihnen aber nicht bekannt ist, an wie vielen Schulen das primär auch unterrichtet wird? Sie haben nur vage Kenntnisse. Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete, ich glaube, es wäre ein wunderbarer Beitrag, den Verwaltungsaufwand für die Schulen, der gerade in diesem Hause so wortreich und oft beklagt wird, noch einmal zusätzlich zu potenzieren, wenn wir über jede einzelne Methode des Rechtschreiberwerbs, am besten vielleicht noch in welcher Schrittigkeit und mit welchen Seiten, welcher Lesefibel, welche Grundschulklasse in Hessen vorankommt, das einzuführen. Nein, natürlich, das ist nicht, ich erkläre aber auch, warum wir es nicht wissen. Und wenn Sie das fordern, Herr Schäfer-Gümbel, ja, danke. Ja, aber es ist doch schön, wenn wir feststellen, dass das auch zu der pädagogischen Selbstständigkeit von Schulen gehört, darüber eben nicht im Einzelnen Rechenschaft ablegen zu müssen. Das verlangt aber da natürlich weiter, dass wir jedenfalls Dinge klarstellen, die nicht gehen dürfen. Und das genau beabsichtigen wir in Bezug auf die Methode Lesen durch Schreiben bzw. Schreiben nach Gehör, um ein für alle Mal mit den Gerüchten aufzuräumen, die immer durch das Land geistern und die auch in den Medien ja immer entsprechend geschürt werden. Diese Methode wird in irgendeiner Form flächendeckend in Hessen praktiziert. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Die nächste Nachfrage hat Herr Abgeordneter Lambrou. Bitte schön. Herr Staatsminister, wenn Sie die genaue Zahl auf die Frage des Kollegen Degen nicht können, können Sie wenigstens eine Schätzung abgeben, wie viele Schulen das ungefähr betrifft? Herzlichen Dank. Herr Staatsminister Professor Lorz, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Lambrou, ich glaube, mit Schätzungen haben wir in diesem Hause auch zuletzt eher weniger gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Sie aber an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Ich wiederhole auch die Einladung, mir jede einzelne hessische Grundschule zu nennen, an der die Ansicht besteht, dass dort nach dieser Methode unterrichtet würde. Wir werden auch in Zukunft dem allem im Einzelnen nachgehen. Bisher hat sich keiner dieser Fälle in der Form, in der die Methode ursprünglich entwickelt und praktiziert worden ist, bestätigt.
Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Jetzt hat sich noch Frau Abgeordnete Hartmann gemeldet. Allerdings ist das Fragerecht erschöpft, insoweit als nur noch fragen kann der Ursprungsfragesteller, und das wäre Herr Degen. Aber stellen Sie eine Frage. Nein, Herr Degen stellt eine Frage. Bitte schön, Herr Degen, dann haben Sie das Wort. Herr Kultusminister, habe ich Sie richtig verstanden, dass der Ministerpräsident vollmundig erklärt, etwas abschaffen zu wollen, von dem sein Fachminister gar nicht weiß, ob es überhaupt an hessischen Schulen praktiziert wird? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, ich glaube, es trägt zur Klarheit bei, wenn wir unseren Schulen bestimmte Leitlinien an die Hand geben. Das war übrigens auch der Sinn meiner ursprünglichen Antwort auf die Frage, wo ich Ihnen das ganze Maßnahmenbündel, das wir praktiziert haben, das wir weiter praktizieren werden, ausgeführt habe. Dieses Maßnahmenbündel wird zur Folge haben, dass wir von dieser Methode, es nicht schreiben oder schreiben nach Gehör, in Hessen nicht mehr reden werden. Aber, wie die mediale Diskussion zeigt, es sind ja offensichtlich Klarstellungen an dieser Stelle durchaus erforderlich. Die Diskussion über diese mündliche Frage bestätigt das meines Erachtens übrigens auch. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit rufe ich die Frage 19 auf. Fragesteller ist der Abgeordnete Thorsten Warnecke, Fraktion der SPD. Herr Warnecke, Sie haben das Wort. Ich darf die Landesregierung fragen, welcher der in der Großen Anfrage zum Thema ländlicher Raum 1960-63 abstrakt angeführten Dorfläden mit Frage 1081 aus der 19. Wahlperiode in der Fragestunde konkretisiert, existiert entgegen der Behauptung bis heute nicht. Es antwortet die Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Staatsministerin Hinz. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Abgeordneter Warnecke, folgende Läden, die ich in der Antwort auf die mündliche Frage am 21.08.2018 genannt habe, existieren noch nicht. In der Gemeinde Morschen. Es wurde eine Machbarkeitsuntersuchung 2012 gefördert. Der Laden war für den Ortsteil Konnefeld geplant. In dem 200-Einwohner-Ort konnte der erforderliche Umsatz nicht dargestellt werden, der für die Tragfähigkeit der erforderlichen Investitionen erforderlich gewesen wäre. Gemeinde Dautphetal im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Im Rahmen der Dorfentwicklung wurde in 2015 eine Machbarkeitsuntersuchung gefördert, die zunächst aus räumlichen Gründen nicht weiterverfolgt wurde. 2018 wurde der Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Herzhausen im Rahmen der Dorfentwicklung bewilligt. Der Schwerpunkt liegt auf einem Dorftreff mit verschiedenen Angeboten. Ein Teil der zukünftigen neuen Räumlichkeiten soll als Dorfladen mit Hofladencharakter Einkaufsmöglichkeiten bieten. Das steht also jetzt noch aus. Alle anderen Läden wurden zwischenzeitlich realisiert, in der Gemeinde Siegbach im Lahn-Dill-Kreis, in der Gemeinde Breitscheid im Lahn-Dill-Kreis, in der Gemeinde Bromskirchen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Stadt Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Stadt Lolla, Landkreis Gießen, Gemeinde Kornberg, Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Gemeinde Fuldatal im Landkreis Kassel. Die Etablierung von Dorfläden ist unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen häufig schwierig. Es konnten aber zwischenzeitlich unterschiedliche Vorhaben als Kleinstunternehmen realisiert werden, die auf unterschiedlichen Geschäftsmodellen beruhen, zum Beispiel ein stationärer Laden mit ergänzendem mobilen Angebot oder eins in Kombination mit Ernährungshandwerk oder eins in Kombination mit Direktvermarktung. Das sind Beispiele, wie sie auch in Mücke, Oberohmen, in Haina-Löhlbach, in Schwarzenborn, Ringau-Datterode, Witzenhausen-Gertenbach und Meißner-Abterode eingerichtet wurden. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Erste Nachfrage hat Herr Warnecke selbst und nächste Nachfrage kommt von Frau Abgeordneter Löber. Bitte, Herr Warnecke. Frau Staatsministerin Hinz, herzlichen Dank für die Antwort. Können Sie mir erklären, warum mein Büro eine Woche brauchte, um herauszufinden, dass mindestens einer der Dorfläden nicht existent ist, Sie hingegen in der Großen Anfrage 9 Monate brauchten, um mir als Abgeordneten eine falsche Antwort zu geben? Frau Staatsministerin Hinz. Also, Herr Abgeordneter Warnecke, wie der Name Große Anfrage bereits
sagt oder umfasst, ist eine große Anfrage nicht nur eine Frage zu einem kleinen Teilbereich, sondern sie hat sehr viele Fragen. Und wir sind darauf angewiesen, wiederum bei Kreisen und auch teilweise Städten nachzufragen, um ihnen dann eine ausführliche Antwort zu geben, über die dann auch im Plenum diskutiert werden kann. Und die Gemeinde Morschen wurde ja gefördert mit der Machbarkeitsuntersuchung 2012. Ich bedauere sehr, dass sich dann der Dorfladen nicht realisieren konnte, habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, weil sich vielleicht auch in anderen Kombinationen, so wie ich sie Ihnen auch erläutert habe, noch etwas machen lässt in der nächsten Zeit. Nächste Frage stellt Frau Abgeordnete Löber. Drücken Sie mal kurz, Frau Kollegin, dann habe ich Sie. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, werte Frau Ministerin, Sie führten eben aus, dass es in der Stadt Marburg einen Dorfladen gibt. Könnten Sie das erläutern? Das leuchtet mir nicht ein, warum in der Stadt ein Dorfladen eingerichtet wird. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete Löber, in der Stadt Marburg wurde der Dorfladen im Stadtteil Ginseldorf realisiert. Das heißt, nicht im Zentrum der Stadt Marburg, sondern in einem Ortsteil, der auch entsprechend solche Einkaufsmöglichkeiten braucht, wo es sinnvoll ist, damit gerade ältere Menschen nicht in die Stadt reinfahren müssen, zum Beispiel, weil sie kein Auto mehr haben. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Gibt es weitere Fragen? Eine weitere Frage, Herr Abgeordneter Warnecke. Sie hätten noch eine. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Hinz, um eines klarzustellen vorweg, bevor ich die Frage stelle. Es gab damals 4 Fragen zu diesem Komplex. Und eine Frage berührte, und da möchte ich Sie fragen, vor welchem Hintergrund dann die Arbeit von Ihnen geleistet wurde, inwieweit diese Dorfläden noch existieren. Die Antwort war, da es für die Förderung notwendig sei, dass die Dorfläden 12 Jahre existierten, ginge man davon aus, dass sie existierten. Glauben Sie, dass diese Qualität von Antworten solchen Anfragen angemessen ist, wenn Sie im Nachhinein auf Fragen eines Abgeordneten feststellen, dass es diesen Dorfladen nie gegeben hat? Denn es ging darum, welche Dorfläden existieren und nicht welche in Planung sind. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Also die Anfrage war damals, welche Dorfläden gefördert wurden. Und im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde dieser Dorfladen gefördert. Allerdings, das habe ich Ihnen ja eben erläutert, konnten die Investitionen dann leider nicht gestemmt werden, weil klar wurde, dass es nicht genügend Menschen gibt, die jedenfalls in diesem kleinen Ort dort zum Einkaufen gehen. Aber ich hoffe, dass sich mit dem größeren Umkreis da vielleicht noch etwas realisieren lässt. Es wäre jedenfalls, glaube ich, sinnvoll, wenn alle Beteiligten, vielleicht auch unter Einschluss der Abgeordneten, die sich für das Thema besonders interessieren, da noch etwas realisieren würde. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Keine weiteren Fragen. Damit kommen wir zur Frage Nummer 20. Es ist eine Frage des Abgeordneten Thorsten Warnecke. Herr Abgeordneter Warnecke, Sie haben das Wort. Ich darf die Landesregierung fragen, im Nachklang vieler Fragen zu dem Thema, wie hoch wären die heute anzusetzenden Kosten für die Neubeschaffung des gut 7.000 Kilometer langen Landesstraßennetzes mit seinen Straßen, Radwegen, Brücken, sonstigen Ingenieurbauwerken sowie der Straßenausstattung? Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, wie Sie selbst in Ihrer Frage angesprochen haben, existiert ein gut 7.000 Kilometer langes Landesstraßennetz. Es muss also nicht neu beschafft werden. Aber wir haben das jetzt mal so gerechnet, als würde es nicht existieren und als müsste man es komplett neu aufbauen. Und dann wären die fiktiven Kosten, ich sage ausdrücklich fiktive Kosten, weil es existiert ja, für die Neubeschaffung des hessischen Landesstraßennetzes ungefähr 7,44 Milliarden Euro. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es eine Nachfrage von Herrn Warnecke selbst? Bitte schön, Herr Warnecke, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister, für diese Antwort. In dem Zusammenhang darf ich nachfragen, wie Sie dem jährlichen
Wertverlust vor dem Hintergrund, dass wir fiktiv ja mal für 7,44 Milliarden hätten dieses Straßennetz bauen müssen, von 4,32 Milliarden im Jahre 2014 auf im Jahre 2017 nur noch 4,04 Milliarden gedenken zu kompensieren. Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, indem wir die Mittel für den Landesstraßenbau und dort insbesondere für die Sanierung des Landesstraßennetzes kontinuierlich steigern. Das haben wir in den letzten 5 Jahren getan und das hat die Koalition auch in den nächsten 5 Jahren vor. Wir sind jetzt in diesem Haushaltsjahr bei einer Plansumme von 120 Millionen Euro und wir wollen im Jahre 2024 bei 170 Millionen Euro sein. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Herr Warnecke hat noch eine. Bitte schön. Sehr geehrter Staatsminister Al-Wazir, stimmen Sie mir zu, dass trotz der Steigerung, von der Sie gesprochen haben, unabhängig von den deutlich gestiegenen Baukosten im Tiefbau, über die Sie ja auch immer klagen, wir festhalten dürfen, dass Sie von 14 auf 15 gut 90 Millionen Verlust hatten, von 15 auf 16 gut 80 Millionen Verlust hatten und von 16 auf 17 gut 90 Millionen Verlust hatten. Und insofern Ihre Steigerungen, wenn das so weitergeht, nicht einmal den bilanziellen Verlust, den wir jedes Jahr erleiden, an unserem Vermögen kompensieren werden. Herr Staatsminister Al-Wazir, bitte schön. Herr Abgeordneter, wir haben uns ja in den letzten 5 Jahren jeden Plenardienstag mit dieser Frage beschäftigt und ich gehe davon aus, dass wir uns auch in den nächsten 5 Jahren jeden Dienstag mit dieser Frage beschäftigen werden. Ich hatte Ihnen, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass das eine die Abschreibungen sind und das andere sozusagen die Funktionsfähigkeit des Landesstraßennetzes. Und dass wir bei zusätzlichen Investitionen, die wir steigern jedes Jahr, was wir auch weiterhin vorhaben, sogar die verrückte Situation haben, dass je mehr wir investieren, umso höher wird der Abschreibungsbedarf. Ich werde aber trotzdem deswegen nicht an dieser Stelle, weil sozusagen alles, was Sie neu machen, hat im Jahr darauf einen erhöhten Abschreibungsbedarf zur Folge. Und ich will an dieser Stelle vielleicht, um Ihnen klarzumachen, dass wir natürlich aus guten Gründen die Doppik hier haben und sie uns einen Anhaltspunkt gibt über den Wertverlust und damit dem Haushaltsgesetzgeber auch einen Anhaltspunkt über die Frage, wo Investitionen besonders nötig sind, mal darauf hinweisen, dass ich glaube, nach der AFA-Tabelle ein Auto nach 6 Jahren abgeschrieben ist, aber Sie fahren es im 7. Jahr immer noch. Oder wie alt ist Ihres? Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage 21 und sie wird gestellt von Herrn Kollegen Eckert, Fraktion der SPD. Herr Eckert, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie das Technologie- und Innovationszentrum Darmstadt GmbH? Es antwortet der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, wir haben Ihre Frage interpretiert als Frage nach Haushaltsmitteln. Und deswegen beantworte ich sie wie folgt. Das Technologie- und Innovationszentrum Darmstadt wird von Seiten des Landes Hessen nicht direkt unterstützt. Allerdings hat das Zentrum für Satellitennavigation Hessen, CESA, an dem das Land mit 40% beteiligt ist, Räumlichkeiten im Technologie- und Innovationszentrum Darmstadt angemietet. Diese Mietkosten werden zum Teil im Rahmen einer institutionellen Förderung des Landes Hessen finanziert. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 22. Erneut stellt sie Herr Abgeordneter Eckert. Bitte, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie den desolaten Zustand der Landesstraße 3046 zwischen Mengerskirchen und Waldernbach, insbesondere in Höhe Abzweigung nach Reichenborn, endlich beheben und das Teilstück grundhaft sanieren? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, laut der letzten Straßenzustandserfassung 2016 befindet sich die L3046 zwischen Mengerskirchen und Waldernbach zu einem überwiegenden Teil in einem guten bis sehr guten Zustand. Eine aktuelle Überprüfung durch Hessen Mobil in der 7. Kalenderwoche konnte dies noch einmal bestätigen. Sollte sich dieser gute bis sehr gute Straßenzustand in der kommenden Zeit nicht erheblich verschlechtern, ist eine Sanierung bis 2022 sehr unwahrscheinlich und auf Basis der von uns angelegten Kriterien Verkehrssicherheit, Verkehrsqualität, Verkehrsbedeutung, Wirtschaftlichkeit und Umweltsituation auch nicht erforderlich.
Lediglich der besagte Knotenpunkt in Richtung Rückershausen und Reichenborn ist in einem schlechteren Zustand. Die zuständige Straßenmeisterei gewährleistet aber auch an dieser Stelle die Verkehrssicherheit. Wie sich der Knotenpunkt in der zurzeit laufenden Untersuchung der zukünftigen Dringlichkeitsreihung positioniert, bleibt abzuwarten. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Ja, eine weitere Frage des Abgeordneten Eckert. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Können Sie eine Prognose abgeben, bis wann diese Neueinstufung der Dringlichkeit durch Ihr Ministerium erfolgt? Herr Minister. Ich bin da immer vorsichtig bei Prognosen, sofern sie die Zukunft betreffen, aber wir planen das in diesem Jahr. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 23. Sie wird gestellt durch den Abgeordneten Dr. Frank Grobe, Fraktion der AfD. Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. Bitte. Ich frage die Landesregierung, warum erhalten die ca. 30 Kulturvolontäre, die überwiegend in der hessischen Verwaltung der Schlösser und Gärten und Museen arbeiten, kein kostenfreies Landesticket? Es antwortet die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Staatsministerin Dorn. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Grobe, im Geschäftsbereich des HMWK werden beim Mandanten historisches Erbe, dazu gehören die Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Bad Homburg, die Museumslandschaft Hessen-Kassel, das Hessische Landesmuseum Darmstadt, das Museum Wiesbaden und das Landesamt für Denkmalpflege Hessen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 36 wissenschaftliche Volontärinnen und Volontäre allesamt befristet für die Dauer von 2 Jahren beschäftigt. Das Volontärverhältnis hat das Ziel, berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen für eine spätere Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin zu erwerben. Der Tarifvertrag über die Nutzung des Landestickets Hessens durch Beschäftigte des Landes Hessen regelt den Kreis der Anspruchsberechtigten für die Nutzung des Landestickets. Und deswegen ist es so, die Nutzung des Landestickets ist danach an eine tarifvertragliche Beschäftigung geknüpft. Der Volontärvertrag fällt nicht darunter. Aber die Kulturvolontäre haben die Möglichkeit, mit dem Schülerticket kostengünstig in ganz Hessen den ÖPNV zu nutzen. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Eine weitere Frage von Herrn Dr. Grobe. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Ministerin, als staatliche Angestellte erhalten Kulturvolontäre in der 2-jährigen Zeit eine Entlohnung nach Entgeltstufe 13 TV Hessen. Wieso werden diese dann nicht als Bedienstete des Landes Hessen geführt? Frau Ministerin. Wir haben etliche Einrichtungen, da wird der TVH für die Mitarbeiter angewendet, sie sind aber nicht Beschäftigte des Landes Hessen. Und dieses Thema haben wir gerade bezüglich des Landestickets relativ häufig auch vorliegen. Und deswegen ist auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir in den Verhandlungen mit den Verkehrsverbünden prüfen wollen, ob der Kreis der Berechtigten ausgeweitet werden kann. Auch mit den Mandanten historisches Erbes sind wir darüber auch in Gesprächen. Und insofern schauen wir, was bezüglich des Koalitionsvertrags weiter geschieht. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage Nummer 24, gestellt durch den Abgeordneten Klaus Gagel. Herr Gagel, drücken Sie mal kurz. Dankeschön, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ich frage die Landesregierung, sieht sie in der überproportionalen Belastung der Landkreise Main-Kinzig, Odenwald und Rheingau-Taunus bezüglich der Ausweisung von Windvorrangflächen einen gerechten Ausgleich der Interessen angesichts der Tatsache, dass in nur 3 der oben genannten Landkreise 75% der gesamten Vorrangfläche Südhessens ausgewiesen werden soll, nämlich 9.357 Hektar von insgesamt 12.475 Hektar. Es antwortet Herr Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gagel, mit den parteiübergreifend getragenen Beschlüssen des Hessischen Energiegipfels von 2011 hat das Land Hessen die Umsetzung der Energiewende begonnen und sich dabei das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 möglichst 100% des Energieverbrauchs für Strom und Wärme aus regenerativen Energien zu decken. Hierbei kommt der Windenergienutzung eine entscheidende Rolle zu. Mit dem Hessischen Energiezukunftsgesetz wurde im November 2012 auch beschlossen, Flächen in der Größenordnung von 2% der Landesfläche für die Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Die Ermittlung und Festlegung der Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie mit Ausschluss des übrigen Planungsraumes erfolgt auf der Ebene der Regionalplanung mit der Erstellung der Teilregionalpläne Energie. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 98% der Landesfläche frei bleiben und nicht für den Bau von Windenergieanlagen zur Verfügung stehen. Auf
diese Weise werden die Interessen an einer Nutzung der Windenergie mit dem Schutz der Bevölkerung und der Landschaft zu einem Ausgleich gebracht. Alle Windvorrangflächen wurden auf der Grundlage eines einheitlichen Katalogs von Ausschluss- und Restriktionskriterien erarbeitet und festgelegt. Der gesamträumliche Planungsansatz und die einheitliche Anwendung der Kriterien zielen darauf ab, Teilräume nicht einseitig und unverhältnismäßig zu belasten. Dennoch sind aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen, unter anderem der Windgeschwindigkeiten, Siedlungsstrukturen und naturräumlicher Ausstattung, nicht alle Teilräume in gleicher Weise für den Ausbau der Windenergie geeignet. So kommt beispielsweise ein Großteil der Flächen der Planungsregion Südhessen aufgrund der zu den Wohnsiedlungsgebieten einzuhaltenden landesplanerischen Abstandsvorgaben und aufgrund des Artenschutzes planerisch nicht für den Ausbau der Windenergie in Frage. Auch die besondere Schutzwürdigkeit des UNESCO-Welterbegebietes Oberes Mittelrheintal hat dazu geführt, dass einzelne windhöfige Gebiete, das ist der Fachbegriff, nicht Gegenstand der Flächenkulisse sind. Die Landkreise Main-Kinzig, Odenwald und Rheingau-Taunus stellen im Bereich der Planungsregion Südhessen die windhöfigsten Bereiche dar. Daher kommt es hier auch zur verstärkten Ausweisung von Windvorrangflächen im Vergleich zu anderen Gebieten. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Herr Gagel hat noch eine. Bitte drücken Sie noch einmal kurz. Dankeschön, Sie haben das Wort. Danke, Herr Staatsminister Al-Wazir, für die Beantwortung. Ich habe eine Nachfrage. Sieht die Landesregierung die Gefahr, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung bezüglich der Errichtung von Windenergieanlagen angesichts der massiven Umweltzerstörung, wie zum Beispiel das Abholzen von Wäldern, tote Zugvögel, optische Zerstörung der Kulturlandschaft und so weiter, in den drei betroffenen Kreisen ganz besonders leidet? Herr Staatsminister Al-Wazir, bitte schön. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gagel, diese Gefahr sehe ich so nicht und ich will Ihnen auch begründen, warum. Und ich will an dieser Stelle ein bisschen ausholen. Ich verstehe den Kampf gegen die Windvorrangflächen, die teilweise von denen, die gegen Windräder sind, geführt wird, nicht. Weil wenn es keine Windvorrangflächen mit Ausschlusswirkung gäbe und wir diesen Prozess jetzt einstellen würden, wäre das Ergebnis, dass dann wieder überall Anträge gebaut werden könnten und damit auch überall Windräder aufgestellt werden könnten. Das heißt, das, was wir mit den Windvorrangflächen versuchen, eine Bündelung, eine Steuerung, die genau das verhindern soll, was Sie als Gefahr sehen, das wäre dann im Zweifel gegeben. Und deswegen will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, aus meiner Sicht ist es klug, eine Planung von Windvorrangflächen, so eine Art Vorauswahl zu machen. Es ist logisch, dass wenn man eine Fläche von 2% des Landes im Schnitt haben möchte, dass man dann beispielsweise in der Stadt Frankfurt eher weniger Flächen findet und dafür in anderen Flächen eher mehr. Und dass dann auch logischerweise in manchen Kreisen mehr als 2% Vorrangflächen ausgewiesen werden müssten, sonst würde es im Schnitt nicht mehr hinkommen. Eigentlich ist das logisch. Eine weitere Frage und damit für diese Runde die letzte Möglichkeit für Herrn Gagel. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich habe eine weitere Rückfrage. Besteht bei der Landesregierung absolute Sicherheit darüber, dass die Energiewende angesichts der vielen massiven Eingriffe in Umwelt- und Kulturlandschaft in der Fläche Hessens kein Irrtum ist? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Gagel, ja, absolute Sicherheit, weil Kohle ist endlich, Uran ist endlich, Öl ist endlich. Das heißt, eigentlich können wir nur streiten über die Geschwindigkeit der Energiewende, aber dass sie nötig ist, darüber kann man eigentlich nicht ernsthaft streiten. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 24, ebenfalls durch, nein, 25 sind wir, ne? 25, ebenfalls durch Herrn Gagel, Fraktion der AfD. Herr Gagel, drücken Sie mal kurz, dann kann ich Sie hier auch freischalten. Bitte schön, Sie haben das Wort. Und passiert, Dankeschön. Ich frage die Landesregierung, welche Konsequenzen zieht sie anlässlich des Brandes von drei Güterwaggons mit explodierenden Kosmetikartikeln im rheinland-pfälzischen Unkel bezüglich der Gefährdung der Anwohner
im Mittelrheintal angesichts der Tatsache, dass Güterzüge hier in unmittelbarer Nähe zur Bebauung verkehren? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gagel, die zuständige Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung hat die Untersuchungen zur Ursachenermittlung aufgenommen. Die Untersuchungen sind zunächst abzuwarten, bevor seitens der zuständigen Behörde und der betroffenen Eisenbahninfrastruktur bzw. Eisenbahnverkehrsunternehmen überhaupt Konsequenzen aus dem Unfall gezogen werden können. Für die Sicherheit im Schienenverkehr sind grundsätzlich die jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen verantwortlich. Zuständige Aufsichtsbehörde für das übergeordnete Schienennetz und die darauf stattfindenden Verkehre ist das Eisenbahnbundesamt. Auch wenn nach den uns vorliegenden Informationen Anwohner nicht verletzt wurden und ein Übergreifen der Flammen auf die Wohngebäude nach Aussage der Bundespolizei nicht zu befürchten waren, mahnt der Unfall natürlich zu besonderer Vorsicht beim Transport explosionsgefährdeter Alltagsgegenstände. Ich möchte aber hinzufügen, dass grundsätzlich gilt, dass für den Transport derartiger Waren und anderer Gefahrstoffe die Bahn als eines der sichersten Verkehrsmittel gilt. So sind der spurgeführte Verkehrsweg, die zentrale Betriebssteuerung und Überwachung, der Zugfunk und das Fahren nach Fahrplan eindeutige Vorteile für den Transport von Gefahrgut. Um die Transportsicherheit zu gewährleisten, regeln unter anderem detaillierte Zulassungsvorschriften, welcher Wagentyp für den jeweiligen Gefahrguttransport zum Einsatz kommt. Hinzu kommt, dass für besonders kritische Transporte die Laufwege von zentraler Stelle überwacht werden. Alternativen, die Gefahrgüter genauso sicher und zuverlässig zu transportieren, bestehen meines Erachtens nicht. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Herr Gagel hat eine Nachfrage. Bitte schön, Herr Gagel. Danke schön, Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich habe eine Nachfrage. Gedenkt die Landesregierung, sich der Initiative des Landtages Rheinland-Pfalzes mit dem Titel Mittelrheintal vom Lärm entlasten, alternative Güterverkehrsstrecke realisieren, Lärmschutzmaßnahmen voranbringen, anzuschließen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Gagel, wir haben ein großes Interesse daran, dass die Machbarkeitsstudie für die Alternativtrasse endlich auf den Weg gebracht wird. Und ich bin dankbar dafür, dass die Bundesregierung den Fehler, den sie am Anfang gemacht hat, dass sie nämlich die Frage Verzehnfachung eines Kosten-Nutzen-Faktors verwechselt hat mit der Frage Verzehnfachung des Verkehrs, korrigiert hat. Und ich gehe davon aus, dass wir hier in diesem Hause übergreifend der Auffassung sind, dass wir da die Bundesregierung bestärken wollen, dass das auf den Weg gebracht wird. Und ich gehe auch davon aus, weil wir da schon dran arbeiten, dass wir das in dieser Fassung, in diesem Haus in den nächsten Wochen oder Monaten auch noch auf der Tagesordnung sehen werden. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Gagel, bitte schön, eine weitere Nachfrage. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir, für die Beantwortung der Frage. Ich habe eine weitere Nachfrage. Sie hatten die Alternativtrasse gerade erwähnt. Deswegen die Frage, geht die Landesregierung bei der Bewertung zur Förderung der Alternativtrasse von rein wirtschaftlichen Faktoren aus oder spielen auch Standortfaktoren wie der Lärmschutz für die Bevölkerung oder der Tourismus im Welterbe Mittelrheintal eine Rolle bezüglich des Nutzen-Kosten-Faktors? Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gagel, der Bau einer neuen Trasse wäre unzweifelhaft Infrastrukturaufgabe des Bundes, unzweifelhaft Aufgabe von DB Netz und müsste unzweifelhaft in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen werden. Und die Landesregierung ist nicht diejenige, die Kosten-Nutzen-Untersuchungen für Projekte macht, die in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 26. Sie wird gestellt durch den Abgeordneten Christoph Degen, SPD. Bitte schön, Herr Degen, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wann ist damit zu rechnen, dass das Fernverkehrsangebot in Hanau wieder ausgeweitet wird, sodass mehr ICE-Züge dort halten, wie es mindestens vor dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 der Fall war? Herzlichen Dank, Herr Kollege Degen. Es antwortet Herr Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Degen, die Deutsche Bahn AG bietet Fernverkehrsverbindungen wie die durch Hanau fahrenden ICE-Linien durch das Unternehmen DB Fernverkehr AG eigenwirtschaftlich an und entscheidet deshalb auch in eigener Verantwortung über den Fahrzeugeinsatz sowie über die Halte der Züge. Die DB Fernverkehr AG hatte zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 umfangreiche Änderungen im Bedienungskonzept für den Schienenpersonenfernverkehr in Deutschland vorgenommen. Die Änderungen sind auf die Eröffnung der Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt zurückzuführen. Infolge des geänderten Bedienungskonzeptes halten seit Dezember 2017 etwa ein Viertel weniger Fernzüge in Hanau als vor dem Fahrplanwechsel 2017. Diese Angebotsminderung begründet die DB Fernverkehr AG mit Infrastruktur- und Fahrzeugengpässen. So stünden schnellere Fahrzeuge, die einen Fahrzeitgewinn erzielen und dadurch einen Halt der Züge in Hanau ermöglichen würden, derzeit leider nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Deshalb habe ich mich bereits vor dem Fahrplanwechsel 2017 mehrfach, sowohl schriftlich als auch mündlich, an die Deutsche Bahn AG gewandt und darum gebeten, das Angebot wieder zu erweitern und dafür zu sorgen, dass schnelle ICE-Züge auf den für Hanau relevanten Strecken zum Einsatz gebracht werden. Die Deutsche Bahn AG hat der Landesregierung seitdem sowohl schriftlich als auch telefonisch in Aussicht gestellt, dass sie ab 2020 schnellere ICE-Züge einsetzen und damit das Fernverkehrsangebot in Hanau entsprechend dem Stand vor dem Fahrplanwechsel 2017 wiederherstellen möchte. Es wird unsere gemeinsame Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass sie sich dann daran erinnert. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zu Frage 27. Sie wird gestellt durch den Kollegen Turgut Yüksel, Fraktion der SPD. Herr Yüksel, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie eine Verordnung zu den 2016 im Hessischen Schulgesetz verankerte inklusiven Schulbündnissen erlassen, um Aufgaben und Organisationen der Schulbündnisse zu regeln? Das Wort hat, oder nein, die Antwort gibt der Kultusminister, Herr Professor Lorz. Herr Professor Lorz, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Yüksel, die Verordnung zu den 2017 im Hessischen Schulgesetz verankerten inklusiven Schulbündnissen befindet sich derzeit im gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren und liegt dem Landeselternbeirat in einer ergänzten Entwurfsfassung zur erneuten Befassung vor. Der Ausgang dieses Beteiligungsverfahrens ist derzeit noch abzuwarten, sodass die Angabe eines genauen Termins für das Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht möglich ist. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 28. Fragestellerin ist die Abgeordnete Frau Dr. Daniela Sommer. Frau Dr. Sommer, bitte, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, mit welchem Resultat wurden die Befragungsergebnisse von Pflegekräften in Hessen zur Einrichtung einer Pflegekammer im Kabinett beraten? Die Antwort gibt der Minister für Soziales und Integration, Herr Staatsminister Klose. Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer, für Ihre Frage. Das Kabinett hat sich bislang nicht mit dem Meinungsbild der hessischen Pflegekräfte zur Einführung einer Pflegekammer befasst, da die Ergebnisse des Meinungsbilds erst im November 2018 veröffentlicht wurden. Mit Blick auf die Regierungsbildung wurde die Befassung vorerst zurückgestellt. Herzlichen Dank, Herr Minister. Frau Dr. Sommer, Sie haben eine weitere Frage. Drücken Sie noch mal, dann kann ich freischalten. Bitte. Wenn ich es richtig verstanden habe, liegt der Bericht des Hessischen Statistischen Landesamtes mittlerweile vor. Wann wird der denn veröffentlicht? Sie haben gerade darüber gesprochen oder uns mitgeteilt, dass ja die Ergebnisse da sind, aber der Bericht, der ist bislang nicht veröffentlicht worden, so wie bereits aber am 19.11. in der Presse angekündigt. Können Sie uns sagen, wann der veröffentlicht wird? Herr Staatsminister. Das hängt unmittelbar mit der Frage zusammen, dass das Kabinett über den Bericht auch beraten kann. Wir sind derzeit dabei, diese Beratung vorzubereiten und in dem Zuge wird dann auch die Veröffentlichung stattfinden. Gibt es weitere Fragen? Frau Dr. Sommer, bitte, Sie haben das Wort. Ist die Umfrage denn Ihrer Auffassung nach repräsentativ bezogen auf Zusammensetzung strukturrelevanter Merkmale bezüglich eines optimalen Auswahl- und Befragungsverfahrens? Oder wie bewerten Sie die Zahlen, dass von 104.462
60 Pflegekräften. Laut Pflegemonitor gerade einmal 7.816 Pflegekräfte teilgenommen haben, sich davon knapp über die Hälfte dafür, dagegen und knapp unter der Hälfte dafür ausgesprochen haben. Herr Staatsminister Klose. Frau Abgeordnete Dr. Sommer, ich bitte Sie darum Verständnis, dass ich jetzt der Bewertung des Kabinetts insgesamt nicht durch eine Individualbewertung vorgreifen möchte. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage Nummer 29. Auch hier ist die Fragestellerin Frau Dr. Sommer. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, welche Erkenntnisse hat sie bezüglich der vom Sozialministerium in 2017 angekündigten Untersuchung über die Situation der Hebammen in Hessen gewonnen? Herr Staatsminister Klose. Frau Abgeordnete Dr. Sommer, das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat das Deutsche Krankenhausinstitut DKI in Düsseldorf im Oktober vergangenen Jahres beauftragt, ein Gutachten zur Situation der Hebammenhilfe in Hessen zu erstellen. Die das Gutachten begleitende Arbeitsgruppe besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Landesverbands der Hessischen Hebammen, Motherhood e.V., der Hessischen Krankenhausgesellschaft, der Verbände der Krankenkassen, des Hessischen Landkreistags, des Hessischen Städtetags, der Hessenagentur sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Es war auch diese Arbeitsgruppe, die zuvor einstimmig vorgeschlagen hatte, eben dieses Deutsche Krankenhausinstitut mit der Erstellung des Gutachtens zu beauftragen. Das Gutachten soll im Wesentlichen die Struktur der aktuellen Hebammenversorgung analysieren, das Inanspruchnahmeverhalten der Hebammenversorgung durch schwangere und junge Mütter untersuchen und daran anschließend den Bedarf an Hebammen und Hebammenhilfe aktuell und in der Zukunft bewerten. Soweit erforderlich sollen Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Gesamtsituation der Hebammenhilfe in Hessen aufgezeigt werden. Ausgangspunkt der Strukturanalyse ist eine Befragung derjenigen, die Teil der Hebammenversorgung in Hessen sind, also hebammengeleitete Einrichtungen, Krankenhäuser mit geburtshilflicher Abteilung, Hebammenausbildungsstätten sowie natürlich der Frauen, die im Jahr 2018 ein Kind in Hessen geboren haben. Die Befragung der hebammengeleiteten Einrichtungen, der Krankenhäuser mit geburtshilflicher Abteilung sowie der Hebammenausbildungsstätten ist bereits gestartet. Die Ergebnisse des Gutachtens zur Situation der Hebammenhilfe in Hessen werden voraussichtlich im Herbst 2019 vorliegen. Wir werden als Hessisches Ministerium für Soziales und Integration dann über die Ergebnisse ausführlich informieren. Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine weitere Frage von Frau Dr. Sommer und von Herrn Pürsün. Frau Dr. Sommer beginnt. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Beantwortung, Herr Minister. Wir begrüßen es, dass Sie, nachdem Sie der Forderung der SPD erst im Plenum einer Hebammenstatistik negativ beschieden haben, sich jetzt doch auf den Weg gemacht haben. Gibt es denn schon erste Erkenntnisse oder wo sehen Sie denn konkreten Handlungsbedarf, um junge Familien mit ihren Neugeborenen beim Start ins Leben zu unterstützen? Denn zunächst wollten Sie ja eine solche Untersuchung gar nicht machen, aber Sie haben sich ja trotzdem auf den Weg gegeben. Deswegen wäre das nochmal interessant für uns zu wissen. Herr Minister, bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Ich nehme an, Sie sprechen jetzt von mir sozusagen in der Amtsnachfolge, insofern nicht als persönliche Meinungsäußerung zu diesem Thema. Sie wissen ja sicherlich, dass wir zu dem ganzen Themenbereich Hebammenhilfe und geburtsnahe Versorgung im Koalitionsvertrag, im Regierungsprogramm wesentliche Verabredungen getroffen haben. Wir werden jetzt die Ergebnisse dieser Untersuchung, über die wir eben gesprochen haben, einbeziehen und dann daraus ein Gesamtkonzept entwickeln. Herzlichen Dank, Herr Minister Klose. Damit darf ich Herrn Pürsün als Nächstem das Wort erteilen. Herr Pürsün, bitte schön. Herr Staatsminister, wenn man sich mit der Situation der Hebammen und Hebammenmangel beschäftigt, dann stellt sich verwundert die Frage, ob das Sozialministerium vor der Untersuchung in 2017 keine eigenen Erkenntnisse hatte. Herr Staatsminister. Ich verstehe nicht so recht, was die Frage jetzt ist. Herr Pürsün, wollen Sie noch mal vielleicht nachschärfen, Ihre Frage? Also, wenn man sich mit dem Thema auskennt oder
einfach nur mal kurz im Internet schaut, was es da so für eine Berichterstattung gibt, ist jedem klar, dass es einen eklatanten Hebammenmangel in Hessen gibt, seit Jahren. Und deswegen fragt man sich, wofür in ganz Deutschland richtig. Und deswegen fragt man sich, hatte das Ministerium bis dato gar keine Erkenntnisse? Und wenn es dann in 2017 eine Untersuchung angekündigt wird, warum dauert es 2 Jahre? Weil man braucht eigentlich nur 2 Minuten, um zu erkennen, dass es einen eklatanten Hebammenmangel in Hessen und in Deutschland gibt. Herr Pürsün, herzlichen Dank. Also Fragenachschärfung können wir nur höchst ausnahmsweise hier zulassen. Deswegen, Kollege Klose, Staatsminister Klose, bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Konkretisierung, Herr Pürsün. Mit Sicherheit haben solche Informationen auch im HMSI vorgelegen. Man hat sich aber entschieden, ein externes Gutachten zu vergeben, was ja auch nochmal dazu dient, einen neutraleren Blick auf die aktuelle Situation zu bekommen. Und das Ergebnis dieses Gutachtens wollen wir jetzt logischerweise auch in unsere Überlegungen zur Struktur der Hebammenhilfe in der Zukunft einfließen lassen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Nun hat als nächste Fragestellerin das Wort Frau Gnadl. Bitte schön, Frau Gnadl. Ja, es freut uns, dass die Landesregierung die Auffassung jetzt auch vertritt, dass es durchaus einen Hebammenmangel in Hessen gibt. Und angesichts dieser nicht einfachen Situation für die Hebammen in Hessen möchte ich fragen, wie jetzt die Landesregierung konkret handeln will, insbesondere auch im Hinblick auf das angekündigte hessische Hebammengeld, wann mit diesem zu rechnen ist. Ja, Herr Staatsminister Klose, bitte schön. Frau Gnadl, vielen Dank für die Nachfrage. Wir rufen ja einen runden Tisch Geburtshilfe ein. Das werden wir sehr schnell machen in den nächsten Wochen. Insofern wollen wir dort dann auch mit den Betroffenen besprechen, welche Maßnahmen wir einleiten wollen. Auch dazu dient das Gutachten. Und in der Summe wird daraus dann, da bin ich ganz sicher, ein tragfähiges Konzept. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Die nächste bzw. letzte Nachfrage dazu hat Frau Dr. Sommer selbst. Bitte schön. Ja, in der Hoffnung, dass der runde Tisch relativ zügig, weil wir 11:55 und nicht 11:55 haben, Handlungsempfehlungen ausspricht, habe ich eine erweiterte Frage. Wie will die Landesregierung Beleghebammen, die durch die neue Gebührenverordnung besser unterstützen? Also wie will sie Beleghebammen besser unterstützen, weil sie ja durch die neue Gebührenordnung einfach nicht so gut dargestellt sind, damit sie die Geburtshilfe im Krankenhaus noch übernehmen können, weil da wäre ja dieses hessische Hebammengeld ganz wichtig, damit man das sicherstellen kann. Herzlichen Dank, Herr Minister, Sie haben das Wort. Sie haben ja im Grunde die Antwort fast schon selbst gegeben. Das hessische Hebammengeld, das wir im Regierungsprogramm vereinbart haben, ist ein wichtiger Bestandteil, um diese Lücke zu schließen, die wir auch sehen. Und wir werden schnellstmöglich an dieser Stelle mit dem runden Tisch ins Gespräch kommen und dann auch entsprechende Konzepte vorlegen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Die Fragezeit ist damit um. Die Fragestunde ist abgehalten. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist bzw. wird ein Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 die Grünen und der Fraktion der SPD, Artikel 13 Grundgesetzkommission, Drucksache 20/231, wird die Dringlichkeit bejaht. Dies ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 36 und die Redezeit beträgt 5 Minuten. Soll der Dringliche Antrag heute oder erst morgen aufgerufen werden? Wollen wir heute machen, Herr Bellino? Machen wir heute. Alles klar. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, von Bündnis 90 die Grünen, der Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten, Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und die Auswirkungen auf Hessen, Drucksache 20/232, wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 37 und kann, wenn dem denn niemand widerspricht, mit Top 14 zu diesem Thema aufgerufen werden.
So wollen wir es machen. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hervorragende Sicherheitskennzahlen durch zielgerichtete Investitionen und klare Prioritäten in der Sicherheitspolitik. Drucksache 20-233 wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dies der Top 38 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit Top 2 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Parlamentarische Kontrollkommission, Verfassungsschutz, Drucksache 20-234 wird hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich auch der Fall. Dann wird dieser Top 39 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 16 zu diesem Thema aufgerufen werden. Herzlichen Dank auch an die Voten, die dies in wirklich Windeseile verteilt haben.